Willkommen zurück bei Pokémon Schwarz. Heute werden wir mal auf Route 5 gehen, denn im letzten Part hat Henning Camilla besiegt und somit auch den vierten Orden bekommen. Nur das Problem war halt, wie er Camilla besiegt hat. Er hat es mit so Hypertränken und so weiter gemacht, aber ja, okay, Hauptsache er hat es geschafft, passt schon. Und wir im Winter. Warte, Mannix. Wir haben bald den Voltorden, doch wer von uns ist stärker? Mein Sieg wird diese Frage beantworten. Oh nö, ich konnte mich überhaupt nicht darauf vorbereiten, dass wir jetzt kämpfen, ey. Voll gemein von dir. So, was kann man dagegen machen? Genau, ihn besiegen. Er setzt als erstes ein Cleopatra ein. Und wir haben Let's Mario vorne. Das heißt, wir könnten Cleopatra leicht ausnocken, indem wir halt Anschluss einsetzen, weil Cleopatra ist ein Unlicht-Pokémon. Und Mogel hieb mag ich nicht. Denn dadurch werden wir zurückschrecken. Und was bringt nochmal Folterknecht? Ich glaube, das war ja diese Attacke, die halt bewirkt, dass wir nicht zweimal hintereinander die gleiche Attacke einsetzen können. Okay. Cleopatra ist dafür schon mal weg. Und ja. Swatronin. Gegen ein Swatronin kämpft unser Terrybark. Was ich mit Terrybark als erstes machen werde, ist den Angriff in die Höhe pushen. Das mache ich mit Kraftschub. Warte mal. Ja, da haben wir Kraftschub. Schwupp. So. Oh Mann. Aquawelle. Aua. Na gut, verwirrt bist du nicht. Also können wir ja weiterkämpfen. Bodycheck. Weil Step und Angriffsplus, ich denke mal, das wird... Ach, komm! Schade, Marmelade. Ah, okay. Na, wir sind so gut wie am Arsch. Aber Terrybug ist schneller, das weiß ich wenigstens noch. Knirscher. Oh, 3 KP. Ma! Und Grillmack. Ich kämpfe weiter. Ich kann hier einen Trank einsetzen, also kein Problem, kein Problem, kein Problem. So, Trank, Klatsch und Flup. So, Terrybug, dir geht's wieder gut. Halbwegs. Oh. Oh, das zieht ja so viel ab, ich zittere. So, Bodycheck. Wir wissen ja, wie viel die Attacke abziehen kann und ja, Grillmark ist weg. So, Terrybug hat sein nächstes Level erreicht. Und das Level war ganz akzeptabel eigentlich. Ist er nicht genau gesehen, aber der super Brüller. Braucht auch kein Schwein. Brüller. Will ich ihn damit? Navitaub. Navitaub werde ich auch mit Terrybug bekämpfen, weil unser Verkuckel ist ja vom Typ Kampf und Navitaub ist im Typvorteil, deswegen... Och nein, nicht Scanner. Scanner ist genau wie Schutzschild, einfach nur unnötig. So, nochmal Kraftschub, so. Damit ich hier, Knirsch einsetzen kann und das... Damit ich, es damit direkt wegownen kann, denn ich habe keine Lust auf, Schaden. Doch, komm schon, ey. Manu, keiner braucht es doch. So. Nein! Ach komm schon, immer diese 2 KP da. Ich hab doch Pech. Oh. Weg. Okay. Dafür. Ja, können wir jetzt weiter. Der lässt uns jetzt eigentlich in Ruhe. Wieso nur gewinne ich nicht gegen dich? Ja, weil du schlecht bist. Ihr seid also Freunde. Ich finde es toll, dass ihr euch gegenseitig antreibt und umso besser werdet. Los, gehen wir. Wohin gehen wir denn? Hallo? Oh, Camilla, es ist mir eine Freude. Ein Festival, großartig. Das Leben soll ja Spaß machen. Wer ist denn das? Das ist Lauro, der...
Champ der einer Region, okay? Der ist dieser Spaten. Der Champ? Warum ist das so ein Spaten, ey? Der sieht ja aus wie so ein. Ne? Verstehst du? Du bist ja wirklich so streng, wie man sagt, mein Junge. Tag, ich heiße Lauro. Ich bin der Champ der Pokémon-Liga von Einhall. Ich verplempere hier nicht meine Zeit, sondern ich bin auf Reisen. Ich will alle Winkel von Einhall kennen, wie meine Westentasche. Ich komme aus Avenitia und heiße Cheren. Mein erklärtes Ziel als Trainer ist es, der neue Champ zu werden. Sehr gut. Das Ziel seiner Reise zu kennen ist lobenswert. Und was wirst du machen, nachdem du Champ geworden bist? Gibt es noch ein anderes Ziel, als stärker werden zu wollen? Der Champ ist der stärkste Trainer von allen, oder nicht? Stark werden, der stärkste sein. Ist das als Zielsetzung wohl genug? Versteh mich nicht falsch, ich will dir nicht widersprechen. Ich will alle Leute von überall her, die Pokémon genauso lieben wie ich. Das ist das Ziel, das ich verfolge. Verbringt doch etwas Zeit mit den beiden hier. Dann versteht ihr es vielleicht. Wollt ihr zwei nicht einen Pokémon-Kampf gegen sie bestreiten? Hey, ihr zwei, kommt mal kurz her. Alles klar, aber zuerst werde ich dich mal heilen. Dankeschön. Und los geht es. Yay, gegen kleine Kinder kämpfen. Gegen Tabea und Michi. Yeah. Ein Terrybug. Ach, zweimal Terrybug. Das ist ja so vielfältig. Ich komme davon. So, ich kann Terrybug direkt wegownen. Weil, ich habe ja Amstoß und das heißt, ich kann, ich habe Typvorteil. Stoß. Man soll ja nicht Frauen schlagen, deswegen nehme ich das Männliche. Zurückgeschreckt. Bom. Weg. Bom. Weg. Bom. Weg. Nochmal. Och, mein Nee. Ah, dieses Terrybug hat eine Zitrubeere. Trotzdem kriegst du mal eine mit. Und noch eine. Schade, kein Volltreffer. Das wäre ja episch gewesen, wenn das ein Volltreffer wäre. Aber nein, ich hab Pech. Und ja, weiter geht es. Kriegst eine mit einem Abendstoß nochmal. Oha. Verfolgung. Okay, der Sound hat gerade kurz gelaggt und das finde ich nicht gut. So. Ach, bin ich froh, wenn ich einen anderen PC hab, ey. Ich hab keine Lust mehr auf diese Scheiße hier. Nice gemacht, Let's Mario, du bist der Geilste. Oh, das war irgendwie Eigenlob, aber ja gut. Das Pokémon heißt ja so, also, ne? Und ich hab ja, ich hab ja vor, dass ich... Ja, ich möchte die Pokémon, die gefangen werden von mir, also noch zwei habe ich zur Verfügung, die möchte ich nach Abonnenten benennen. Und das heißt, die Leute, die halt öfters mal Kommentare schreiben und immer die Videos schauen, also so gut wie immer und so, die auch das Pokémon Let's Play verfolgen, die werden dann in diesem Let's Play verewigt. Das ist doch eine tolle Sache, wie ich finde. Ihr zwei habt zwar nicht gewonnen, aber es war ein guter Kampf. Die Pokémon haben sich auch gefreut. Also, mein Junge, es gibt solche wie dich, die nach Stärke streben, aber es gibt auch solche wie diese beiden, denen es genügt einfach, nur mit den Pokémon zusammen zu sein. Es gibt so viele verschiedene Antworten, wie es Trainer gibt, auch wenn unsere Definitionen eines Champs voneinander abweichen, ist das vollkommen in Ordnung. Gehen wir zur Maria-Zugbrücke. Es ist nicht mehr weit. Ja, okay. Meine Zugbrücke. Ich kann mich gar nicht mehr an die Zugbrücke erinnern. Der Champ ist der Stärkste. Eine andere Antwort brauche ich nicht. Ah, ja. Gut, dann haben wir jetzt mal den Champ belästigt. Und ich will mal hier reingucken. Vielleicht gibt es da irgendwas Schönes drin. Ah, hallo. Gute Frau. Hallo, ich bin nur eine einfache Magd. Ich suche wohlschmeckende Zutaten, die den Gourmet-Gaumen meiner Herrin erfreuen können. Oh ja. Also irgendwas in deinem Beutel riecht aber wirklich sehr gut.
Kann ich mir mal ansehen, was genau da in deinem Beutel so gut riecht? Willst du eine Beere? Warte mal, ich guck mal. Wir haben ja irgendwas Bestimmtes hier. Was könnte denn gut riechen? Pokéball? Nee, das nicht, aber... vielleicht eine Beere, warte mal. Ja gut, dann... werde ich die mal nehmen. Oh, was für ein geiler Duft. Oh, das ist ja tatsächlich die seltene Zutat. Kirau, that's Q. Kiroi-Beere. Kiroa, was auch immer. Unglaublich, ich gebe dir 20 Poké-Dollar dafür. Na gut. Ich geb dir die mal. Dankeschön, damit zaubere ich meiner Herren ein Menü auf den Tisch, das sie vor Begeisterung auf selbigen tanzen lässt. Yeah. Das ist ja ein Traum. Juhu. Ach, ein Trainer. Hey Trainer, erlaube mir ein Kunstwerk aus dir zu machen. Warum willst du aus mir ein Kunstwerk machen? Ach so, du bist ein Künstler. Dann verstehe ich das. Aber... ja. Ein starkes Pokémon, ein Simvulara. Ich habe so viel Angst. Ich erzittere. Ja, ich hab mal wieder Typ... nee, Typ... Ich kann jetzt auch irgendwie nicht mehr reden, ey. Am Anfang ging es ja noch klar, aber jetzt geht's nicht mehr. Ich kann nicht mehr reden, es ist voll blöd. Und, ja, mir ist ein bisschen kalt. Ich hatte nämlich eben noch die ganze Zeit Fenster offen und wir haben ja Winter und so weiter. Aua, Windschnitt. Das tut mir sehr doll weh. Warte mal, wie viele Pokémon hat der Typ überhaupt? Ach, eins. Okay, ja. Dann werde ich jetzt einfach mal Knirscher einsetzen. Um das Pokémon tot zu knüppeln. Na gut. Wirbelwind. Nein! Nicht Zurokex. Oh. Finte. Ah, ich habe gehofft, dass Finte eine Attacke ist, wo man als erstes angreifen kann. Aber nein, leider nicht. Yay! Wir haben es besiegt. Zurokex, du bist der Geilste. Hochmut, oh nice. Juhu, Let's Mario hat ein neues Level erreicht. Ist ja ein Traum. Ich glaube, mir geht langsam das Dex-Weiß aus. Ich möchte jetzt mal über eine alte Sendung reden, die früher mal im Fernsehen immer wieder lief. Was bist du für einer? Meine Melodie schnallt in die Welt hinaus. Meine Pokémon sind allen im Kampf voraus. Also, über eine Serie, die früher mal auf Super RTL lief. Die hieß nämlich Art Attack. Kennt ihr das vielleicht? Könnte sein, dass ihr Art Attack kennt. Ich fand das immer früher voll toll und ich wollte die Sachen immer nachbasteln, aber... wir hatten nie den weißen Kleber. Den weißen Bastelkleber. Kennt ihr vielleicht, ne? Den hat auch kein Schwein zu Hause, ey. Seid doch mal ehrlich. Hattet ihr einen weißen Bastelkleber zu Hause? Und nö, sind wir jetzt paralysiert. Scheiße, ey. Ja, also... oh, ist ja noch schlimmer. Da muss ich die Pokémon wechseln. Teripak. Ja, wir brauchen unbedingt ein neues Pokémon. Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Und ja. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr Art Attack kennt und ob ihr früher immer Bastelkleber, also diese weißen, da hattet. Weil der hat ja immer vorher gesagt, ja, alles was ihr dazu braucht, ist weißer Bastelkleber, Wolle und was weiß ich noch für ein Müll. Der Gegner hat zwei Pokémon. Deswegen kann ich auch Kraftschub einsetzen, weil, ja, dann bringt es auch wirklich was. So. Ah, Schockwelle. Aua. Ich setz mal Knirscher ein. Wie viel sieht das denn ab? Oh, das gefällt mir. Noch ein Elitzeber. Ich hätte ein bisschen mehr Abwechslung mir gewünscht. Aber das heißt, ich kann es auch einfach so wegownen. Und Knirscher. Weg. Ein Volltreffer sogar auch noch. Also es wurde zweifach aufgefressen. Oh, Elitzeber, du tust mir jetzt mittlerweile auch schon leid. Ich bin einfach nicht in den richtigen Rhythmus gekommen, ey. Das tut mir leid für dich. Im Kampf ist mir eben klar geworden, du bist unschlagbar, das gebe ich dir.
Eine E-Gitarre haben wir bekommen als Deko-Artikel. Yeah. Willst du deinen Pokémon eine E-Gitarre umschneiden? Auf ins Musiktheater. Das wird ein Spitzenauftritt. Ach, du mich auch. Warte mal, ich habe eine Idee. Weil da oben waren ja Items und da will ich hin und das ist toll. Ja, ihr versteht das, glaube ich. Was bist du für ein Viech? Molly Morba. Ja gut, das Ding könnte ich mir holen, aber... Nee, oder? Soll ich mir das Ding holen? Molly Morba, ist er stark? Ja gut, ich werde es mir überlegen. Vielleicht cutte ich das nochmal am Ende des Parts rein, wenn ich mir das doch holen möchte. Ich gucke mir mal die Stats an und so. Was wir da für ein schönes Pokémon hier gefunden haben. Siehst du diese tiefe Tasche? Was glaubst du wohl, was da drin ist? Du bist eine Frau und du willst, dass ich in eine große Tasche reingucke. Ja gut, ich möchte nicht wissen, was da drin ist. Vielleicht was Pinkes und Langes und... Nee, ich hör auf. Ich hör auf, keine Angst. Ein Sohn, ja. Nein, ey. Irgendwie ist mir aufgefallen, dass letztes Mario einfach überhaupt keinen Typvorteil mehr hier hat in der Gegend. Komm zurück! Los, Terry Bark! Yeah, Bedroher! Das bringt aber nichts bei einem Sohn hier. Warum setzt du denn eine physische Attacke ein? Bist du behindert? Das macht doch gar keinen Sinn, Somnia. Du bist doch ein Pokémon, das speziell angreift. Genau, das wollte ich sagen. Das macht doch gar keinen Sinn. So, kann ich mir das den Pokéball holen. Superball! Juhu! Brauche ich nicht. Und der Ton ist leicht langsam, aber das ist ja eigentlich egal. Solange es im Kampf schön flüssig läuft, ein Kleopatra. Das braucht doch kein Schwein. Genau. Mit Mario braucht das auch nicht. Och, nein, noch nicht Fluch gescheitert, ey. Liegt vielleicht an, also. Dann werde ich jetzt mal... Also mal Heil-Item einsetzen. Ich drücke die ganze Zeit auf Q, weil ich denke, dass man das mit Start öffnet. Weil, ich habe Start auf Q drauf. Und ja, vielleicht versteht er das. So, und dann werde ich jetzt noch, ach nee, ich setze einen Supertrank ein. Davon haben wir ja noch einige. Terry Park, dankeschön. Bis jetzt, aufgefrischen. Ich denke mal, ich werde noch Sorokex heilen. Damit wir was zum... angucken haben. Damit das nicht hier die ganze Zeit so... wie so ein Schluck... Och, nein, nicht dieses Müllsackviech. Geh weg, Unratütox. Na komm, ich fang dich jetzt. Wenn du nicht weggeohnt wirst, dann fang ich dich. Yeah, Giftspitzen. Komm, rauf da. Komm. Juhu, ich kann dich perfekt fangen. Oh, ich will eine Mülltüte haben. Pokéball. Los. Yeah. Ach, Lecco Mio, nö, ich flüchte. Ach, gehen wir doch nicht auf den Sack. Mann, warum hatten die so eine Tütox so eine scheiß Fangrate, ey? Ich will diese Mülltüte. Nö, ich fang das jetzt, das Viech. Ich setze einen Hyperball ein, ey. Und wenn du darin nicht bleibst, dann gehst du gleich, dann verschwindest du gleich im Müll, ne? Scheiß Viech. Ja, gut. Ich wollte schon sagen. Hast du mal Glück gehabt? Mülltüte. Oh, geh weg. So, ich geb dir jetzt einen Spitznamen. Warte mal. Ich hab mir da was überlegt. Ah, das reicht, glaube ich, nicht an Buchstaben, aber ich werde es ausprobieren. Doch, das geht, glaube ich. Gerade so geht das noch, glaube ich. Oder? Ja, das geht klar. Yeah! Geiler Name. What the
fuck war das? Ist gerade einfach das Spiel abgeschmiert oder was war das kurz? Ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist ja nichts Böses passiert. Unsere Begegnung ist nicht ein vereiniger Werk des Schicksals als der Wind in deinem Gesicht oder ein abrupter Sinneswandel. Ja, den habe ich gerade wirklich so behindert gelesen, weil das ja so ein Wanderer ist und der kommt bestimmt aus einer anderen Region oder aus einem anderen Land. Es hat Warzen auf der Stirn. Und es wabbelt damit. Ih, geh weg. Oh nö, ich hab schon wieder einen Typ. Nachteil. Ach, ich hab's im Team, das liebe Viech. Ich werde jetzt nochmal zeigen, wie ich das Ding genannt hab. Aufruhr. Lass mich in Ruhe damit. Autsch. Ich zeig das jetzt mal. Also ich finde, der Name, der passt doch wirklich zu dem Viech, oder? Ausgekackt. Läuft. So, Knirscher. Komm. Weg. Na, nicht ganz, aber... Geht schon, klar. Kriegen wir weg, das Ding. Klatsch und weg. Juhu. Oh, dieser kleine Strich dann noch an der P. Ich dachte, ich hätte... Ich hab Gegenwind gehabt, ey. So. Belieber. Oh, geil. Dann werde ich... Oder mal... Ich gucke jetzt mal noch mal kurz, ob wir Schutz dabei haben, weil das wäre echt eine tolle Sache, dass wir Schutz dabei hätten. Ja, gut, das hätten... Ja, hier, geil, Schutz. Episch. Also können wir die Pokémon hier nicht auf den Sack gehen, denn ich kann mir hier das Item einfach holen. Ein Zink. Na gut, ist ja eigentlich ziemlich unnötig, aber... Ja, wenn man halt den Pokémon seinen Wert maximieren möchte. Hier entlang. Eine Zeit anzurufen. Ach nee, das war die Frau. Die Camilla. Ich bin's. Lass bitte die Zugbrücke mal runter. Ich hab hier ein paar Trainer, die gegen dich antreten möchten. Ja? Danke. Seht mal. Ja, es wird wieder mit der Grafik angegeben. Epische DS-Grafik. Wow. Episch. Geil. Und traumhaft. Ey, der Mond war aus Ocarina of Time. Also, das sah genauso aus. Juhu, die Brücke ist dran geklebt worden. Auf mich warten Dreharbeiten. Da verabschiede ich mich jetzt. Der Arenaleiter der nächsten Stadt ist etwas eigenwillig, also viel Glück. Okay. Ich bin Trainer. Ich werde immer stärker und lasse meine Siege für mich sprechen. Auch der Champ wird mir bald Gehör schenken. Ja gut, dann würde ich mal sagen, falls euch dieses Video gefallen hat, dann schreibt einen Kommentar und vergesst die Bewertung nicht. Schaltet demnächst wieder ein bei Pokémon Schwarze Edition. Ich werde jetzt nochmal gucken, wie die Sets von diesem einen Pokémon nochmal waren und dann gucke ich mal, ob ich das ins Team nehme und dann seht ihr ja gleich, wie es genannt wird. Bis gleich. Vielleicht.